So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Im letzten Part haben wir die Tauschquest fast vollständig abgeschlossen. Es fehlt eigentlich nur noch der letzte Schritt, aber den können wir noch nicht machen. Von daher machen wir jetzt erstmal storytechnisch bedingt weiter und holen uns wahrscheinlich heute die letzte Jahreszeit sozusagen. Also die letzte Macht für den Stab der Jahreszeiten. Genau, dazu müssen wir einmal zurück an den Anfang des Spiels sozusagen. Fast an dem Anfang des Spieles, dort wo einst die Lichtung war. An der wir Dienen und tanzende Gesellen trafen. Dort müssen wir dafür sorgen, dass Winter oder Frühling ist. Okay, es ist Winter, ist in Ordnung. Norden, aufwärts nach Norden, bis wir zu der Lichtung gelangt, bla bla bla. Finden sich auch ein Baumstumpf, sorgt dafür, dass es entweder Frühling oder Winter ist, okay. Geht nach zweimal nach unten und schwimmt dann schließlich nach rechts, okay. Zweimal nach unten, eins, okay, hier müssen wir einmal springen ins Feld. Und nochmal nach unten, in die Truhe kommen wir glaube ich noch nicht ran und da, aha. Da ist das nächste Soprosianische Feld, denn wir wollen wieder nach Soprosia. Filzpilze, Petrifungus, nur Herbsternte, aha, nur die Herbsternte also. So. Gut, dann schauen wir uns mal ein bisschen in Soprosia wieder um. Übrigens nicht wundern, dass oben links jetzt ein bisschen was von der Karte aufgedeckt ist. Ich bin aus Versehen einmal kurz nach Soprosia gegangen, wo ich nicht hin wollte, aber okay. Göttlich tadellos, prächtig, bemerkenswert, Schilder, hast du Schilder verbrochen? So etwas würdest du doch nicht tun. Da käme schon auf solch eine Idee. Sie sind fantastisch. Wir sind doch einer Meinung. Okay, Kumpel. Weird Flex Digi? Also... jedem seinem eigener Fetisch, ne? Aber okay. Ich meine, wenn du Bock auf diesen Fetisch hast, nur zu, Brudi. Nur zu, Brudi. Ich sag da gar nicht zu. Jeder ist zum Steine sammeln beim Tempel oben im Norden. Okay. Beim Tempel oben im Norden kann man ordentliche Brocken abgrasen. Geil, ordentliche Brocken. Heißer, diese Hochöfen schmelzen hier das Metall. Ich bin gerade dabei, zwei Arten von Erz zu mischen. Na, das ist aber verboten. Das ist aber verboten, du Freundchen. Wenn ich dich in die Finger bekomme dabei. Wenn ich dich in die Finger bekomme dabei, sind aber ganz schnell die Finger ab. Da sind ganz schnell die Finger ab, wenn du hier zwei Erz vermischst, die nicht zusammengehören. Nee, Quatsch. Mach du nur. Ich lass dir da freien Spielraum. Freier Spielraum für die Erzvermischung. Herzvermischung, sage ich immer, ne? Nee, habe ich noch nie gesagt, aber sage ich immer, ne? Gott. Ich sag's nur ungern, ne? Aber Jump'n'Run-Passagen. Lasst das bitte, Oracle-Spiele. Lasst bitte die Jump'n'Run-Passagen, Oracle-Spiele. Weil nach vorne springen ist furchtbar. Weil man halt automatisch irgendwie... bis es zu weit nach vorne geht, habe ich das Gefühl. Lasst es einfach, bitte. Lasst einfach die Jump'n'Run-Passagen sein, okay, liebe Spiele? Ich mag euch ja grundsätzlich so, von der Sache her, aber... Jump'n'Run-Passagen gehen echt zu weit. Aha. Das hier einfach die Abkürzung? Ist das einfach die einfache Variante, oder? Was soll das? Warum ist... Warte mal, können wir die? Mit dem Kraftarmband ziehen vielleicht. Aha, jetzt eine Donnerblume. Behandle sie mit großer Vorsicht. Okay. Heißt, ich darf jetzt nicht mehr, keine Ahnung was, auch immer. Wohin sollen wir denn mit der Donnerblume hin? Wohin soll die Donnerblume? So, eigentlich wären wir jetzt komplett schon explodiert und eskaliert, aber... wie denkt sich so, nee, lass mal lieber. Lass mal den armen Link leben. So, wo sollen wir damit hin? Geht sie mit Kraft an? Du müsst eigentlich nur noch nach Westen gehen und den üblichen Weg zum Tempel der Jahreszeit zurückgehen. Okay. Westen? Osten? Wo ist denn Osten? Keine Ahnung, wo ich hin muss, aber okay. Also, ja, zum Tempel der Jahreszeiten, aber... Hä? Bringst du mir irgendwo weiter oder bin ich jetzt total bescheuert? Bin ich maximal bescheuert? Ja, bist du, Flasti. Ja, bist du. Das weißt du doch aber eigentlich schon. Das ist doch kein Geheimnis für dich, dass du maximal bescheuert bist. Hey, sorry. Sorry, Kumpel. Sorry, Kumpel. Aua, das tat weh. Ein bisschen weh tat das schon. Ah, okay, hier kommen wir einfach rüber. Ja, okay. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, wir kommen hier einfach rüber. Da drüben kommen wir noch nicht rüber. Na gut, dann halt nicht.
Ruhen, dann ist wo der Tempel? Wo ist denn dieser Tempel? Aber, warte mal, Kumpel, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, sie hat was mit hier Pegasus-Kern zu tun. Ja, in der Tat, das funktioniert. In der Tat hätte ich jetzt auch so nicht erwartet. Nein, doch, habe ich jetzt doch schon irgendwie ein bisschen erwartet. So, gehen wir zum Tempel. Mit dem Pegasus-Kern geht das gleich nochmal viel fixer. Schön und gut, Speedrun und so. Machen wir einfach mal einen Speedrun, wa? So, und wo war der Knirsch hier? Der uns was freispringen möchte? Er möchte doch, sicherlich. Und du bist? Hallo, wir sammeln Erzbrocken, um sie in den Hochöfen zu schmelzen. Schön. Schön für dich. Das ist ja eine Donnerblume. Danke, also geht in Deckung. Erstmal stehen bleiben. Halt mal drauf, ne? Prima, dank dir haben wir lauter Erzbrocken. Wenn du jemals geschmolzenes Erz brauchst, dann komm zu den Hochöfen. Okay. Ja, wunderbar. Jump'n'Run-Passagen, juhu, ich liebe sie. Ich liebe sie so sehr. Das Beste in Oracle-Spielen. Nicht. Aber gut, der Herbst erwartet auf uns. Ich bin der Geist des Herbstes. Es ist nun an mir. Man sagt, der Herbst wäre düster. Doch nein. Bunte Blätter sammeln sich in Gräben und Pilze sind reif, um gepflückt zu werden. Das heißt, wenn Hyrule von Schatten bedeckt ist, wird ein Held erscheinen. Bist du dieser Held? Dann gewähre ich dir die Kraft des Herbstes. Schön und gut. Dem Stab der Jahreszeiten wurden die Winde des Herbstes verliehen. Erklettere einen Baumstumpf, um den nächsten Herbst herbeizurufen. Der Stab verfügt nun über die Kräfte der vier Jahreszeiten. Damit ist unsere Hilfe erschöpft. O tapferer Jüngling, Dien sowie ganz Holodrum zählen auf dich. Okay, danke. Vielen Dank. Schön und gut. So, dann geht's wieder zurück in unsere Welt. Aus der Subrosia. Komisches Örtchen, dieses Subrosia. Springen muss gelernt sein, Freunde. Springen muss gelernt sein. Aber ich habe es nie gelernt. Schade. Das war's dann auch. Gut, wo kommen wir zurück? Wo wir angekommen sind? Durch das Portal? Nee. Müssen wahrscheinlich hier das Portal dann nehmen. Das erste, was wir jemals freigelegt haben. Ist ja auch in Ordnung, denn ist es halt so. Hier ist ja auch irgendwo ein Portal. Habe ich keine Berührungsängste mit diesen Portalen. Wir haben die oft genutzt, oft gesehen. Wenn ich jetzt wüsste, wo sie waren. Aha, subrosianische Vulkane, aha. Sonst nehmen wir ein anderes Portal. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich bin mal wieder komplett lost, meine Freunde. Das war's mal wieder komplett. Okay, der Stein ist weg, meine Freunde. Das macht natürlich die Sache einfacher. Gut, dann können wir natürlich doch hier über das Portal wieder zurück. Schön und gut, dann nehmen wir das auch in Anspruch. Das kleine Portälchen hier. Wunderbar. Hat doch alles gut geklappt. So, jetzt sagen sie was von der Tauschsequenz, die ist mir aber scheißegal. Nachdem nun alle vier Geister der Jahreszeiten getroffen haben, besitzt ihr vollkommene Macht. Über die Jahreszeiten vom blauen Wirbel am Brillensee aus geht es zweimal nach oben. Springt auf den Baumschumpf, lasst Herbst werden, geht danach nach oben und rechts. Okay. Geht klar, Freunde. Schauen wir mal, das muss ja der hier sein, genau. Das konnte ja nur der hier sein, der sowieso hier auf dem einen Dien tanzte. So, und dann lassen wir es Herbst werden, Freunde. Das ist der Frühling. Das ist der Sommer. Und das ist der Herbst. Schön. Ach, ich mag den Herbst. Warte, das ist absolut falsch. Und wenn beim Brennsee aus, geht es zweimal nach oben, springt auf den Baumstumpf und lasst es Herbst werden, geht dann nach oben und rechts. Komm ja nicht nach rechts. Warte mal, wir sind richtig, oder? Hintergehölz, das ist der Brennsee, ne?
Warte mal, ich glaube, ich bin bescheuert. Ich glaube, ich bin bescheuert, aber vielleicht auch nicht. Mal sehen. Ja, vielleicht hätten wir hier einfach, ja, von hier aus hätten wir einfach rübergehen sollen. Aber okay, dann wir probieren erstmal die Pilze zu ernten. Mal sehen, was die bringen. Ich denke mal, dass wieder einer hier, it's a secret for everybody drunter. Also so ein, ihr wisst schon, so ein Kerl. Oder auch nicht. Kein geheimer Gang. Schade. Ich habe jetzt fest damit gerechnet, dass hier irgendwo ein geheimer Gang ist, aber okay, dann halt nicht, dann ganz schnell weg hier vor dem Sora flüchten. Weg von dem Sora. Denn der Sora, der ist böse für uns. Gerade just in diesem Moment. Mal die Glutkerne hier ausprobieren. Das heißt ausprobieren. Einfach mal ausanwenden. Hätte ja sein können. Dass mal wieder einer ist, dem ich für eine neue Tür aufkommen darf. Hätte ja sein können. Hätte Fahrradkette, ist aber nicht so. Schade eigentlich. Schade, ich wollte doch eigentlich für eine neue Tür mal wieder aufkommen. Schade Schokolade. Aber okay. So, hier haben wir nochmal ein subrosianisches Portal. Das ist schön und gut für das subrosianische Portal. Warte mal. Ich will mal ganz kurz hier die Lage abchecken. Ich weiß, wir müssen da noch nicht hin, aber ist mir egal. Mega. Ah ja, hat sich richtig gelohnt, gerade einfach mal diesen kleinen Abstecher zu machen. Einfach um hier mal im Wasser zu schwimmen. Man darf doch wohl noch schwimmen dürfen. Liebe Freunde. Nacktbaden ist nicht gestattet. Was? Ihr seid mir wieder mal ein paar komische Knirche. Die können wir aber relativ easy mit ein paar Duftkernen abschießen tatsächlich. Relativ easy, wenn man sie denn trifft. Arcanum-Kerne dürften auch funktionieren problemlos, aber naja. Das hier kommt mir sehr verdächtig vor und deswegen will ich einfach mal schaufeln. Okay, pflanz mir einen Gascha-Kern. Ich wollte gerade sagen, das kam mir so verdächtig vor, da muss doch was sein. Anders hätte ich mir es nicht vorstellen können. Ah ja, hier ist ja schon der Tempeleingang. Da starten wir heute schon rein in den Tempel, wa? Ja, schön und gut. Hier ist eine Abkürzung, schön und gut. Schön und gut, eine Abkürzung in andere Gefilde. Und ich würde sagen, Dungeon Time. Level 5, Einhornhöhle. Na, das klingt ja beruhigend. So, da lege ich mein Handy weg, denn in Dungeons wird vorerst keine Lösung verwendet. Genau, da erkunden wir schön allein, Freunde. Da erkunden wir erstmal schön allein. Soweit ich mich traue. Okay. Was wird hier für ein Dungeon-Item auf uns warten? Tauschhaken vielleicht? Ich weiß es nicht. Ja doch, es wird der Tauschhaken sein, weil die Masken-Dudes, die brauchen nicht unbedingt den Tauschhaken, aber es ist einfacher mit dem Tauschhaken gegen die zu kämpfen. Ich habe fast, es wird der Tauschhaken sein. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wo ich lang will. Erstmal erkunden hier. Erstmal die ewigen Jagdgründe erkunden. Aha, okay. Warum auch immer das hier verbunden ist. Aber okay, ich beschwere mich mal eher weniger. Ja. Ich habe noch kein Konzept so richtig gefunden, wie ich hier irgendwie was angehe, aber nö. Ihr wisst, wie es ist. Wir machen das hier schon. Wir regeln das ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Erstmal hier die Lagerkunden erstmal, Freunde. Ist ja auch erstmal wichtig, ne? Dass wir erstmal hier überhaupt uns einen Überblick verschaffen. Was auch immer das für ein Überblick sein mag. Oh Gott, auch noch Loren. Oh Gott. Hilfe. Ist ja unfassbar hier. Rudi. Okay. So viele Möglichkeiten. Ich hätte gerne erstmal die Karte tatsächlich. Es ist der Tauschhaken, den wir hier bekommen. Ich sehe es ganz eindeutig vor mir. Oder Magnethaken oder so? Keine Ahnung, was es hier geben könnte. Aber irgendwas in die Richtung wird sein. Ich weiß nicht, wo ich hin soll als erstes. Es sind so viele Möglichkeiten, Freunde. Es sind viel zu viele Möglichkeiten. Aber hier ist eine Truhe. Ein kleiner Schlüssel von mir aus. Hauptsache irgendwas und wir haben erstmal eine Sackgasse. Das ist ja schon mal gut. Eine kleine Sackgasse zu haben, ist ja schon mal nichts Schlechtes. Gut.
gucken wir erstmal hier hin. Um Himmels Willen. Okay, hier ist auch Sackgasse. Hier kommen wir nirgendwo hin. Schön. Schön. Schön so eine Sackgasse, oder? Ich glaube, bevor ich dann die Treppe runtergehe, möchte ich erstmal nach links und da, wo wir schon mal, wo wir ganz am Anfang des Tempels waren, mal hin. Mal ganz kurz schauen. Mal ganz kurz einen Blick hinwerfen, zumindest. Gott, so viele Möglichkeiten schon wieder, die mich alle überfordern. Die mich alle maßlos überfordern. Natürlich auch noch ein Weg, natürlich, Freunde. Freunde, überall sind Wege. Dieser Stein wirkt mir sehr verdächtig. Aber er lässt sich nicht schieben. Noch nicht. Er lässt sich schieben. Oh, ich glaube, ich weiß, welches Item das ist. Ich habe das ganz dumm in Erinnerung. Ich glaube, diesen Tempel habe ich schon mal gespielt. Ich glaube, hier habe ich Oracle of Seasons habe ich, glaube ich, tatsächlich damals weitergespielt als Oracle of Ages. Aber ich habe, glaube ich, beide nie durchgespielt. Aber irgendwie erinnere ich mich an... Oder gab es das Item auch in Link's Awakening? Irgendwie so ein Magnet-Ding? So ein Magnethandschuh? Kann das sein? Auf jeden Fall erinnere ich mich an diese Kugeln. Gab es die in Link's Awakening? Wenn ja, hilf mir mal auf die Sprünge. Also, gab es die dort oder nicht? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Aber okay. Aber okay, so, hier haben wir noch einen Weg. Aha, okay. Das ist dann auch, warte mal. Das funktioniert nicht, ne? Gut, damit haben sich alle Wege relativiert, bis auf der eine. Wobei, es haben sich noch nicht alle Wege relativiert. Halt, stopp. Moment mal. Wir haben noch mindestens einen Weg offen. Dazu müssen wir aber erstmal die Knirche hier besiegen. Was sich als schwierig herausstellen kann. Aber alles gut, alles geklappt. Wunderbar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass es wenigstens die Karte sein. Lass es wenigstens die Karte sein, wenn ich dafür so leiden muss. Bitte. Bitte, Freunde, bitte lass es die Karte sein. Ja, ist mir bewusst, dass es sich von der Seite nicht öffnen lässt. Okay, Kompass, auch okay. Auch in Ordnung. Aha, aber es hat nur eine Ebene. Der Dungeon hat nur eine Ebene tatsächlich. Können wir einfach runterfallen und dann... Gut, danke. Danke, vielen Dank. Immerhin. Immerhin etwas. Er hier geht mir gehörig auf den Sack, deswegen muss er einfach sterben. Gut, jetzt haben wir eigentlich nur noch einen Weg, oder? Ein Weg, den wir betreten können tatsächlich, weil dorthin kommen wir nicht, dorthin kommen wir nicht. Das heißt, wir müssen mit der Lore fahren und die Treppe runtergehen. Viel was anderes bleibt uns gerade gar nicht mehr. Ja Mensch, da haben wir aber die Wege alle relativiert, nicht wahr? Da haben wir die Wege alle relativiert, auf Anhieb. Oder was heißt auf Anhieb? Relativ schnell alles relativiert, was wir hätten machen können. Tatsächlich. Das heißt, uns bleibt nur noch dieser Weg hier. Schön. Aber wird dieser Weg dann ein leichter sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dieser Weg wird eher steinig und schwer. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung? Das kriegen wir hin. Das kriegen wir doch hin, meine Freunde. Einmal hier, einmal dort. Ich wollte gerade sagen, kommt ihr runter? Oder muss ich zu euch raufkommen? Hm? Kommst doch auch runter. Hm? Du kommst doch auch runter, mein Freund hier. Können wir hier Bomben legen? Einfach mal Bomben legen? Es scheint mir so, als ob wir hier einfach mal Bomben legen könnten. Na gut, dann machen wir das auch einmal mal und schauen, wo wir hier hinkommen. Nirgendwo hin. Keine Ahnung. Na doch, warte mal. Halt, was soll denn das? Was soll denn die Scheiße? Was soll denn jetzt die Scheiße hier? Ich werde mich doch maßlos verarschen heute. Ja, dahin könnte ich jetzt aber schlecht ausweichen. So, jetzt muss ich ja. Jetzt muss ich aber. Muss ich aber los. Och, Leute. Leute, macht doch nicht sowas mit mir. Einfach rüberspringen, einfach rüberspringen. Um Gottes Willen. Hä? Das war verkehrt. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ich sehe, was ich tun soll.
Das gefällt mir nicht. Ach du Scheiße. Aber okay. So, noch ein Ripper und dann musst du... Oder runter. Hm. Ja, es war richtig. Alles gut. Alles gelöst hier. Oh Gott, dass ich aber nur noch ein halbes Herz habe, gefällt mir gar nicht. Sonst müsste ich den Scheißraum da nochmal machen, ne, wenn ich hier verkacken sollte. Fällt mir gar nicht. Lass mich Player Maus killen. Vorsichtshalber. Und jetzt bitte lasst in den Krügen irgendwas sein. Bitte lasst in den Krügen ein Herzchen sein. Gebt mir ein Herz. Fasst euch ein Herz für Flasti. Danke, immerhin. Immerhin das ein oder andere Herz. Schön. Auch die Fledermaus ist heute gnädig. Schön und gut. Schön und gut. Die Fledermaus ist heute gnädig. Das gefällt mir. Ist da schon ein Sunshine-Item drin? Ui, Karte. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber okay. Aber okay. Gut, aber ich würde sagen, da der Part dann doch schon relativ fortgeschritten ist, würde ich an dieser Stelle, wo wir gerade mal ein bisschen Ruhe haben, den Part beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn es ist, gebt gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und um nichts mehr zu verpassen, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dann, sage ich Tschüssikowski, euer FlassTV. Bye, bye.